können einen Verbrennungsmotor noch sparsamer machen? Also Mazda, sag ja. So ein Motor ist hier in der Mazda 3 verbaut. Während andere Fahrzeughersteller als Alternative zu Verbrennern fast nur auf Elektro- oder Vollhybrid setzen, versucht Mazda den Benzinmotor noch sparsamer zu machen. Der neue Mazda 3 mit 2 Liter Saugmotor leistet 122 PS und dies ohne Turbolader. Der Verbrauch liegt bei 6,3 Liter nach WLTP. Der neue Mazda 3 kostet mit einer guten Grundausstattung 32.990 Franken. Unser Testwagen 35.851 Franken. Schau mal das Design von dem Auto. Für mich das Auto hat ein sehr fließendes Design. Kaum keine Kanten mehr und keine Zierleisten an dem Auto, also wirklich sehr rund. Das ist auch typisch Mazda, man nennt das das Kodo-Design von Mazda. Und man erkennt das auch mit hier der riesigen Frontgrill, der sagt, hey, ich bin hier eine Mazda. Dann gehen wir nach hinten, merkt man hier der abfallende Dach und die riesige Seesäule hier, der ist direkt verbunden hier mit dem Heckteil von dem Auto. Also sehr rund, sehr schön, aber schöne Karosserieform, aber nicht immer Vorteile. Genau das habe ich vermutet. Durch das abfallende Dach ist der Platz hinten auf dem Rücksitz wirklich begrenzt. Guck mal hier, von Kopf zum Dach habe ich nicht so viel Platz. Und ich meine, okay, ich habe vielleicht lange Beine, aber so groß bin ich auch nicht. Nur 1,68 Meter. Für größere Leute könnte etwas knapp werden. Nur eine Sache, der mich nicht so gut gefällt, ist hier, guck mal, so eine kleine Fenster. Ich fühle mich fast ein bisschen eingesperrt. Aber zum Glück, ich sitze am meisten vorne und das mache ich auch jetzt. Auch auf dem Vordersitz hat Cindy nicht den totalen Durchblick. Seht ihr das? Also ich sehe nichts. Also genau, die Sicht nach hinten ist wirklich ganz schlecht. Man sieht praktisch nichts. Aber es ist nicht so schlimm. Mehr dazu später. Der Blick nach vorne macht Cindy einen besseren Eindruck. Was mir als erstes auffällt, ist hier die aufgeräumte, schlichte Cockpit. Am Lenkrad hier hast du alle wichtigsten Funktionen. Und dann hier in der Mitte hast du natürlich die Knöpfe für Klimaanlage. Du hast sogar hier Lenkradheizung, Sitzheizung, das ist mein Liebling. Aber ganz ehrlich, für heute, ich würde lieber Sitzkühlung haben. Aber leider gibt es hier in dem Auto nicht. Schade. Ja, und sonst hier sieht man hier in der Mitte die Infotainment-System. Ist hier mit diesem Drehdrückregler bedient. Das erinnert mich ein bisschen an der BMW, aber nicht so schlimm. Das ist hier ein 8,8 Zoll Bildschirm, also ziemlich groß. Aber der ist nicht Touchscreen, also da sind wir nicht mehr so gewöhnt. Ich finde es aber nicht so schlimm, weil die Menüführung ist wirklich ganz einfach und man gewöhnt sich schnell dran. Auf der Straße will Mazda mit seinem weiterentwickelten Motor punkten. Das Auto hier fährt mit einem Skyactiv G-Motor. Das Besondere an diesem Auto, mit diesem Motor, wenn das Auto unter Teillast ist, dann fährt das Auto nur mit 2 Kolben. Und wenn ich wieder Gas gebe und ich brauche mehr Leistung, dann schaltet die andere 2 Zylinder und dann fahren wir auf 4 Zylinder. Es ist wirklich cool, hier auf dem Bildschirm vorne sieht man dann, du hast so eine Zeichnung und siehst du, ob du auf 2 Zylinder fährst oder 4. Das ist wirklich cool. Anscheinend, laut Mazda, bei dem neuen Norm kommst du mit einem Verbrauch auf 6,2 Liter. Ja, mit meinem Fahrstil leider kriege ich das nicht hin, aber ich habe es trotzdem zwischen 6,5 Liter bis 7 Liter geschafft. Ich finde, das ist nicht so schlecht für einen Benziner. Der größte Konkurrent für den Mazda 3 ist der VW Golf mit einem 1 Liter Turbomotor, der 115 PS leistet. Dieser soll 4,8 Liter verbrauchen auf 100 Kilometer. Das ist aber ein Prüfstandwert. Gemäß Auto, Motor und Sport verbraucht auch der Golf in der Realität 6,9 Liter.
Der Ford Focus mit 125 PS gehört ebenfalls in diese Kompaktklasse. Hier wird der Verbrauch bei 5,1 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Auch hier sieht es im Test anders aus. 7,6 Liter sind eher realistisch. Auch bei einem dritten Konkurrenten, dem Hyundai i30, zeigt sich das gleiche Bild. Der 120 PS Benziner verbraucht laut Werk 5,5 Liter. Im Test waren es 7,6. In diesem Umfeld kann sich der Mazda 3 also gut behaupten. Was macht das Auto auch ebenfalls sparsamer, ist der Mildhybrid. Also bei dem Auto hier rein Elektro- oder Vollhybrid fahren ist nicht möglich. Aber eine 24 Volt Batterie speist die Bohrelektronik und hilft Kurve bei uns fahren. Durch die Rekuperation wird die Batterie wieder aufgeladen. Aber das ist wirklich ganz spannend. Ab September bringt Mazda auf den Markt eine Mazda 3 mit dem Skyactiv X-Motor. Mit diesem Motor will Mazda den Verbrennungsmotor revolutionieren. Eine Mischung aus Diesel und Benziner. Damit verspricht Mazda einen 20% tieferen Verbrauch als bei einem herkömmlichen Benziner. Wie nah man in der Realität an diesen Wert rankommt, wird sich zeigen. Was mir wirklich gut gefällt an dem Auto hier ist die Ausstattung. Der Head-Up-Display ist sehr gut gemacht und auch sehr gut lesbar. Also übrigens viel besser als der Vorgänger. Das ist wirklich top. Und zweitens und ganz wichtig hier, der Einparkhilfe und die 360-Grad-Kamera. Sehr gut gemacht und ich zeige euch jetzt warum. Eine Frage. Seht ihr was? Also wenn ich nach hinten gucke, ist die ganze Sicht weg, weil die C-Säule so riesig ist. Aber zum Glück kann ich meine Assistenten zugreifen. Und ich habe hier jetzt, ich habe auf rückwärts gemacht, Rückwärtsgang, 360 Grad Kamera, ich sehe alles. Und du siehst auch wirklich die Linie, die zeigen dir, wo du bist, wo du kommst. Das ist wirklich perfekt. So, und schon bin ich parkiert. Also zum Glück. Wirklich in dem Auto hier, in dieser Ausstattung, habe ich die 360-Grad-Kamera. Und ich finde, bei dem Auto hier mit der großen Sitzsäule brauchst du einfach wirklich diese Option. Leute, habt ihr gemerkt, was ich hier habe? Handschalter. Endlich mal wieder. Ich vermisse das so viel, weil wir immer nur automatisch fahren. Und hier habe ich volle Kontrolle. Ich kann selber schalten, entscheiden. Das ist super. Übrigens, der Schalter ist sehr kurz, knackig und präzise. Das gefällt mir, es muss auch so sein, das ist ein schön sportlicher so. Wenn ich jetzt überholen möchte und ich muss wirklich schnell beschleunigen können, dann musst du hier bei dem Auto wirklich so gute 2 Gang runterschalten, volle Beschleunigung. Also das Power kommt erst bei 4000 Umdrehungen. Es gibt keine verschiedenen Modus. Das heißt, du kannst nicht jetzt einstellen auf Sportmodus, Komfortmodus oder Ökomodus, sondern es gibt nur eine Einstellung und damit musst du leben. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen lenke und sportliche fahre, ich finde, das Auto ist ziemlich direkt und verhält sich wirklich gut in die Kurve. Aber man merkt jetzt auf die Bodenwelle, weil eben so gut ist in die Kurve, ist ein bisschen zu hart. Und da könnte man etwas weicher haben auf die Straße, vor allem für den Beifahrer, finde ich. Der neue Mazda 3 braucht dich gar nicht von den Konkurrenten zu verstecken. Das Gegenteil sogar. Also zuerst, das durchschnittliche Verbrauch stimmt. Zweitens, das Design ist sehr schön. Drittens, Preis-Leistung passt. Aber vor allem, und das Wichtigste für mich, wer traut sich noch, einen Saugermotor in ein neues Fahrzeug einzubauen? Der hier, der hat das. Kein anderer Mensch. Das ist nur noch Turbo. Das ist sehr gut.